Happy Birthday, Aruna Konate. Happy Birthday, Michaul Michaul. Happy Birthday, Raoul Isam. Happy Birthday, Sandil JB. Happy Birthday, Mahada Manda. Happy Birthday, Rakib Udin. Happy Birthday, Alone Lover. Happy Birthday, Kalif Ahimat. Happy Birthday, Pronak Ranipura. Happy Birthday, MD Mehedi Hassan Khan. Heute spiele ich mal wieder Growthopia. Viel Spaß. Und da bin ich auch schon wieder. Folgendes Problem. Es waren Leute in mein Land gewesen. In Red Dog. Aber das haben die Leute für sich beansprucht, sage ich jetzt mal. Also sprich, ich kann da nichts mehr abbauen. Von dem Spiel habe ich, wie gesagt, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir ein neues Land aufgebaut. Und hier waren auch schon zwei Leute drin gewesen. Wer hat denn die Bäume da hingepflanzt? Ich weiß auf jeden Fall, man muss so ein gelbes Ding hier hinstellen. Für das es dein Land ist. Genau. Und ich habe jetzt ein bisschen herausgefunden, wie das geht. Was heißt, wie das geht? Ich habe herausgefunden, wie ich da jetzt was machen muss. Und das können wir zusammen anschauen. Ich gehe hier einmal raus und das ist übrigens mein neues Land. Das war vorher das alte Land. Aber hier kann ich nichts mehr bauen. Weil hier oben hat einer das Schloss hingesetzt. Und ja, ich komme da nicht mehr ran. Dann war ich in dem Land schon mal drin, was ich damals haben wollte. Aber hier ist auch alles gelockt. Aber ich werde jetzt zum Start gehen. Weil das ist der wichtige Server für die Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen. Dann suchst du deine Sprache raus. Deutschland war ganz oben irgendwo. Ich habe es mir aber noch nicht durchgelesen. Nur einmal durchgelaufen, das ist ganz schön viel, was da steht. Zack. Und hier geht's los. Gibt das Passwort nie einen anderen. Translate. Ah, okay, das ist der Übersetzer. Willkommen bei Growthopia. Du kannst schlagen, indem du dich herumtippst. Kann ich. Aber nicht in dieser Welt, das ist jetzt nicht so wichtig. Oh je. Eine Burg. Nein. Komm in der Burg, komm nicht hier oben. Was ist denn hier? Besuche das Forum. Deine Sprache fehlt.
Ah, okay, hier kannst du die anderen Sprachen reinkriegen. Italienisch, Finnisch und so weiter. Da kannst du direkt zu den anderen Sprachen rüber switchen. Okay, geh rein. Mache Items wie Lava tun weh. Manche Items wie Lava tun weh. Aber ein paar nicht. Also hier rüber springen und da sterben. Ich war so schnell. Despies können dich töten. Spring darüber. Gut gemacht. Wir mal weiter hier lang. Pass auf. Geschlossen. Dann gehen wir hier rein. Lass uns ein paar Items anschauen. Schwimmen durch Items. Okay. Guck mal, das Wasser kann ja Luft schweben. Ich aber nicht. Kleidung. Country, warum ist das Kleidung? Das sind die ganzen Bäume. Tausend verschiedene Blöcke. Kleidung, tausend verschiedene Blöcke und ach, die Bäume verlieren darum Brillen, ja? Und Wände. Verlieren. Lücke, glaube ich. Naja, egal. Bevor das Item. Ups, ich habe Doppelklick gemacht. Es gibt vier verschiedene Logs. Small, Big, Hook und World. Klicke auf den roten Gen. Da unten. An der rechten Seite. Ja, drauf drücken. Sammle während Logs und Stuf Logs zu kaufen. Also man kann Logs kaufen. Logs und Stuff. Schau mal, bei Logs und Stuff gibt's nicht. Wo ist denn hier Logs und Stuff? Die rote Linie sagt, dass du hier nicht bauen darfst. Ich denke mal. Ich denke, die meinen das hier. Den roten Schlüssel, ich weiß es nicht. Auf der gelben darf ich bauen. Okay. Rechte Slogs geben.
Lochs geben nach den Abbau. Immer ins Inventar. Ein Smallrock sperrt 10 Blöcke. Ein Big Lock 48. Okay, das ist die gelbe Linie. Hier darf ich also drin bauen. Und abbauen. Und abbauen. Blöcke. Der Vault Lock ist ultimativer Schutz für die Welt. Nochmal, ein Punch. Ja, mal. Ein Zombie. Ja. Okay. Haupt-Items. Genau, das sind die, die ich habe. Die Bäume kann ich pflanzen. Samen erscheinen durch Schlagen eines Blocks. Wenn du zwei Samen mixt, kommt ein neuer Samen. Ah, okay. Aber wie geht das? Ich muss zwei Samen mixen. Pflanz ein Dirt auf ein Crow. Oh. Warten wir. Ach, dauert eine Minute. Dann lese ich mal weiter. Und hier ein Dirt auf ein Rock. Rock haben wir. Das ist der Rock, ne? Genau. Ui, Magic. Okay. Komm bei dich. Gleich ist mein Item voll. Mensch, was mache ich denn dann? Hab doch nur noch 3 Plätze. Okay, jetzt kann ich sie abbauen. Oh. Nice. Also, jetzt weiß ich schon mal ein bisschen mehr über die Welt. Schneller, schneller, schneller. Können wir schon mal da oben weiter pflanzen. Oh, was ist jetzt? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach, ich bin im Chat irgendwie drinnen rum. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Ah, es geht nichts mehr. Unterbrechung, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wurde kurz ausgeschmissen. Ne, hinschwimmst zu unserem Baum. Ob der noch da ist. Da darf man bauen, da darf man bauen. Der Baum hat da noch gar keine Sachen. Hat doch Glas. Glas. Okay.
Und hier muss ich ein Rock. Der ist das und der. Habe ich die beiden nicht schon? Croft and Rock? Ah ne, das war die ganze Zeit mit denen hier gewesen. Mit Dirt. Ja, okay, das ist jetzt der letzte Baum, den ich erstmal pflanze und dann will ich einfach so weiter durchlaufen. Schauen, was für Sachen ich alles kombinieren kann. Weil ich habe nämlich nur noch einen Platz. Ein 30 Sekunden noch. Dann gibt es noch diesen Baum und diesen Baum. Du wirst ein Experte nicht sein. Mit 1000 anderen Items kannst du das machen. Okay. Und wie kriege ich dann die Truhe dahin? So, jetzt ist meine Tasche voll. Boah, 200 Items für 10 Plätze mehr. Viel zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Dann gehen wir mal weiter. Du wunderst dich wahrscheinlich. Was steckt hinter den Türen? Die ID dieser Tür ist wow. Da komme ich auf einer anderen Seite. Das weiß ich, hier war ich schon mal. Der Bestimmungsort dieser Tür ist wow 2. Die ID dieser Tür ist wow 2. Der Bestimmungsort dieser Tür ist wow. Ausch, ausch. Diese Tür führt dich in eine andere Welt. Toll. Weiter geht's. Und der führt dich hier zurück. Okay. Dann geht's hier weiter. Ja, die ganze ist ja weiß. Rot, okay, rot. Bisschen Kopf. Ja. Ist ein Kopf für die Grünen. Keine Ahnung. Gelbe Gens, blaue sind 5 rote, rote sind 10, grüne sind 50 und lila sind 100. Okay. Jeder Block hat einen. Also man muss dann immer den größten Baum fällen. Ja. Wenn er mindestens 4 Blöcke gibt. Okay.
Nächsten Level, ein paar Sachen, die du farmen kannst. Holz plus. Zuckerrohr, Holz. Holzplatte, helfen kann. Ein paar Sachen, die du farmen kannst. Das, das und das. Holzblöcke. Wie komme ich an die Holzblöcke? Es gibt in Utopia mehr als du brauchst. Wir feiern auch an den Feiertagen. Ja. Der Geburtstag kommt mit einem großen Bang. Wir fallen liegen in den Valentinstagwochen, okay. St. Patrick's Day. Osterwoche. Ist ja schon. Chinook de Mayo. Des Sommerfests. Hier ist Halloween. Alles ist hier. Großen Winterfest. Sieht toll aus, oder? Deathmatch. Ja. Hier kann ich nicht alles lesen. So ein Mist. Add Dr. Destructor. Finden, töten, bevor er flieht. Unicorn finden. Innerhalb von 15 Sekunden. Also ein Einhorn. Oh. Hier sind die ganzen Befehle also. Sind wahrscheinlich auch sehr wichtig. Aber nicht mehr heute. Hier sind die Leute, die das die Welt erstellt haben. Wir sind die Moderatoren. Wir haben auch verschiedene Gesichtsausdrücke. Okay, Smile. Ah, wollen wir mal ausprobieren, ja? Smile. Ah, okay. Ach, das geht auch. So. Oh, war ja falsch. Der, der und der. Jetzt weine ich. Oder Lauken. Probieren wir mal aus, wie das aussieht. Oh, das sieht gut aus. Buff.
Können auch tanzen. Dance. Okay. Love, Kiss oder das Zeichen? Oh, verliebt. Oh, Sleep ist gut. Jetzt schreiben. Yes. Agus. No. Sieht aber auch witzig aus, no. Weak. Wink, wink. Troll. Scheiße, dass ich für immer bleibt, ja. Ach, Mensch. So, dann war ich gerade wieder rausgeschmissen. Wieder schnell am Ende dahin laufen, wo ich hingehöre, wo ich stehen geblieben bin. Gleich bin ich da. Es sind nur ein paar Sekunden. Hier waren wir schon überall. Das kennen wir auch. Und das kennen wir auch. Das kennen wir auch. Das sind die Feiertage. Kennen wir auch. Okay, hier waren wir stehen geblieben. Bei den Yes, No, Wing Troll, Cheer. Und genau, Cheer. Das wird sich eingeben. Okay. FP. Faceplant. Und der letzte Matt. Angry. Hier findest du alle Befehle. Rules, die Regeln. Zeig alle Befehle, das ist am besten. Da muss ich nicht immer hierher laufen und mir die anschauen. Dann mache ich einfach nur das. Das. Und was ist das Fragezeichen? Dann stehen sie da oben, die Befehle. Okay. Können die so anklicken? Nee, leider nicht. Man muss sie dann immer wieder eingeben. Okay. Gehen wir nochmal schnell weiter. Das Hauptzeichen ist ein kleines Komma oben. Bei ISO ist es. Jede Nummer ist ja nicht. P. Ah, auch so, okay. Weil ich in anderen Farben schreiben möchte.
probieren wir einmal aus. Also, das ist kleine Amostroph. Die Farbe ist hier oben alles. Ich nehme einfach mal die 6. Was geht? Ha? Nochmal. Oder muss ich erst 6? Oder die meinen anderes Komma oben. Den hier dann. Nehmen das Asset. 1. Was? Geht. Ah, nimm das Asset, ist es also. Welches Zeichen bist du? Was steht da? Das ist richtig geschrieben. Das ist wichtig, das Zeichen wird nicht erscheinen, wenn du es richtig geschrieben hast. Okay. Es steht hier, Procast kannst führen. Dieser Welt bringen, kaufen, verkaufen. Du hast ein Gut. Podcast helfen. Für einen Podcast musst du ein Support sein. Es gibt 3 Wege zum Support. Erste Level 20, zweites kaufe gehen, drittens bekomme 1000 Gen. 1000? 1000. Okay. Also wenn du 100 Gens hast, kannst du auf Broadcast geht zu 1000 Spieler. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, egal. Brauche ich nicht. Also wichtig ist für Leute, die das Spiel spielen, anfangen, sollten vielleicht mal auf den Server Start vorbeischauen. Und ja. Ah, man kann, könnte so eine Welt sperren in einem Bereich. Und alles andere offen lassen. Auch cool. Wenn so eine Welt machen möchte, wo andere Leute was bauen können. Ja, und dann ist hier schon das Ende. Geht schon wieder von vorn los. Okay. Kleines Labyrinth. Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, kann man da einmal durchschauen und dann weiß man mehr. Deswegen sage ich mal, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.